Solch ein Gewimmel möchte ich sehen. Ja, dieser kleine Zitatauszug aus Faust, zweiter Teil, könnte Johann Wolfgang von Goethe auch ohne Übertreibung dem Messegeschehen der Intermodellbau 2023 gewidmet haben. Tja, so sieht's aus. Und damit willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern bei X-Train 24 und zu einer neuen Ausgabe von Freitalk. Ich werde heute und auch in den nächsten Sendungen von Freitalk mit Ihnen gemeinsam ganz entspannt auf die sehr turbulenten Messetage in Dortmund zurückschauen. Zuerst möchte ich aber mich jedoch bei allen Modellbahnern für die vielen persönlichen Kontakte und Gespräche auf der Messe am Stand von ESO in der Halle 4 bedanken. Ja, und ich habe auch noch was versprochen. Einen Spezialgruß nach Holland. Ich versuch's mal. Gröten an alle Modellsport-Liebhabers und Niederland. Was ich also damit getan habe. So, beginnen möchte ich heute mit einem Modellbahnhersteller aus Portugal. Und da klingelt sicherlich schon bei vielen von Ihnen. Klar, die Rede ist von SüdExpress. Ja, und SüdExpress Scale Model Trains ist 2008 als Erweiterung von Norbras Messingmodelle hervorgegangen und produziert Eisenbahnmodelle vom Feinsten. Bei der Herstellung dieser Modelle werden Technologien wie 3D-CAD entsprechend der Präzisions- und Qualitätsphilosophie von Norbras angewendet. Und um den unterschiedlichsten Wünschen der Modellbahner gerecht zu werden, präsentiert SüdExpress Scale Model Trains drei Produktlinien, nämlich Standard, Premium Line und Norbras Line. Ja, und wie der Name schon vermuten lässt, steht die Standard Line für montierte und fahrfertige Modelle mit viel Liebe zum Detail und zu einem erschwinglichen Preis. Premium Line bietet Standardmodelle jedoch mit zusätzlichen Funktionen wie Sounddecoder, Servomotoren und andere Extras ab Werk. Ja, und die Norbras Line, das sind dann Hybridmodelle in limitierter Auflage aus Messing und Kunststoff, die das Beste aus beiden Welten vereinen. Übrigens, der Firmenname SüdExpress leitet sich von dem berühmten Zug SüdExpress ab, der seit 1887 die französische Hauptstadt Paris über Madrid mit Lissabon verbindet. So, jetzt sind Sie in Kurzform zu SüdExpress sozusagen im Bilde, liebe Freunde. Natürlich habe ich mich auch am Messestand von SüdExpress umgeschaut und bin mit André Regensburger, dem Supportverantwortlichen von SüdExpress für Deutschland, Österreich und der Schweiz, ins Gespräch gekommen. Ja, mein Interesse galt erstmal den Frühjahrsneuheiten. Oh, bei SüdExpress gibt es neue Modelle, neue Farbvarianten, die wir ganz gerne den Kunden vorstellen wollen und natürlich auch berichten können, dass die derzeit in Auslieferung sind. Gibt es an den neuen Modellen, die ausgeliefert werden, auch Verbesserungen bzw. Weiterentwicklungen? Ja, es gibt an den Modellen der zweiten Charge einige neue Verbesserungen. Wir haben die Drehgestelle verbessert, wir haben eine versteifte Kupplung eingebaut, kürzere Puffer, wir haben den Maschinenraum beleuchtet, die Ätzteile von den Lüftergittern sind wesentlich filigraner geworden. Und vom Druck her, Dürregummis und so weiter und so fort. Es gibt viele kleine Details. Man findet immer noch was man verbessern kann. Und wir haben einen sehr hohen Anspruch. Und ja, sind ein bisschen verrückt bei SüdExpress und versuchen trotzdem diesen hohen Anspruch den Kunden weiterzugeben. Nun möchte ich ja an meine erworbene Lok auch Wagen anhängen. Gibt es da was von SüdExpress? Ja, natürlich. Wir haben die Gigawood-Wagen neu rausgebracht. Es sind schon viele ausgeliefert worden. Und wir stehen jetzt davor, die zweite Charge zu entwickeln mit neuen Farbvarianten.
pinkfarbene Varianten, grüne Varianten, alles was derzeit auf den Gleisen der DB oder in der Schweiz oder auch Österreich verkehrt, wollen wir jetzt umsetzen, weil diese Wagen sehr gefragt sind. Das ist ein ganz toller Wagen, das ist ein Doppelwagen, kann man schön mit Holz beladen, das ist eine Augenweide und prädestiniert für Eurodual, weil die Eurodual sehr oft mit diesen Wagen anzutreffen sind. Und in der Vitrine hier habe ich auch Kesselwagen entdeckt. Ja, also wir planen einen ganz besonderen Zug von MAD, den Kesselwagenzug mit den Tiermotiven. Da sind wir derzeit dabei, den noch fertig auszuentwickeln, zu konstruieren. Was heißt konstruiert, ist der Wagen schon fertig. Wir haben Handmuster da, können wir dann gleich mal drauf schauen. Und wir haben auch schon erste Proben vom digitalen Druck. Allerdings ist es sehr schwierig, diese Wagen in dieser Form mit dem Standard zu drucken, den wir uns wünschen. Deswegen wird es noch ein kleines bisschen dauern, aber wir sind kurz vor Vollendung. Es fällt übrigens auch auf, dass Sud Express eine besondere Affinität zu Stadler hat. Wie kommt denn das? Nun, da muss man etwas weiter zurückschauen. Bei Sud Express hat ja vorher die Euro 4000 schon produziert für Stadler. Also was heißt nicht für Stadler, also von Stadler. Deshalb ist Sud Express bei einigen Modellbahnfreunden auch schon vorher bekannt gewesen. Also jemand, der skandinavische Modelle beispielsweise haben wollte, hat eine Euro 4000 gehabt. Der kannte auch Sud Express schon. Ja, und das hat sehr gut geklappt und hat Stadler natürlich gesagt, das hat super funktioniert mit der Euro 4000. Habt ihr nicht Lust, auch die Euro Dual für uns zu machen? Ja, und so ist die Geschichte dann entstanden, dass wir halt dann für Stadler das Modell der Euro 4000 dann entwickelt haben. Sud Express war ja bisher in Nenngröße H0 unterwegs und ich habe da was läuten hören, dass es jetzt auch für TT und N-Bahner was geben soll. Was ist da dran? Ja, natürlich. Wir planen, die Spur TT umzusetzen als Modell und natürlich auch die Spur N. Spur N sind wir schon über die Planung hinaus. Da gibt es schon Handmuster, da können wir dann mal drauf schauen. Da haben wir ein paar dabei. Und ja, TT wird sich noch ein bisschen verzögern. Das ist noch viel Arbeit in TT. Wird sicherlich erst Ende nächsten Jahres werden. Frühestens Ende nächsten Jahres. Diese Botschaft wird die TT-Bahner sehr freuen und ich denke mal im gewohnten Sud-Express-Standard. Auf jeden Fall. Also für TT planen wir wirklich ein sehr hochwertiges Modell, wo wir im Prinzip dieselben Features von der H0-Maschine übernehmen wollen. Also die ganzen Ätzteile, die angesteckten Metallgriffstangen, die Feinheiten im Drehgestell. Und wir versuchen natürlich auch die Lüfter beweglich zu machen, aber es ist erstmal nur ein Versuch. Wir geben uns natürlich Mühe, diese hohe Qualität zu halten, die wir im H0-Bereich jetzt schon anbieten. Und ja, das planen wir eben auch für die Spur TT. Deswegen wird es auch noch ein bisschen dauern. Ich sage dann lieber ein bisschen länger warten, dafür ein hochwertiges Modell erhalten, als zu früh und nicht so richtig. Wann kommen diese Modelle dann auf den Markt? Also die Spur N-Modell, Modellbahner, die können sich schon ein bisschen Geld in die Schwarzkassen bringen. Und die TT-Bahner, die müssen leider noch ein Jahr mindestens warten. Also vorher ist es nicht möglich. Aber die Ankündigung im Katalog, die war ernst gemeint. Es wird die TT-Spur geben. Kannst du uns schon was über die Preise sagen? Also bei Spur TT kann ich noch gar nichts sagen. Das kommt jetzt darauf an, welche Entwicklung wir da reinstecken, was umsetzbar ist. Das wäre jetzt einfach nicht fair, da einen Preis zu nennen. Spur N liegen wir ungefähr beim Basismodell bei 220 Euro, 230 Euro. Und die Sound-Variante ist nochmal 100 Euro teurer mit 330 oder 320 Euro, so in der Dreh. Soweit, liebe Freunde, zu Sud Express. Freuen wir uns also auf die Neuerscheinungen, vor allen Dingen im TT- und N-Bereich. So, und jetzt zum zweiten Thema für heute. Kennen Sie Unique? Klar werden die meisten sagen, Unique Modellbau ist ein Begriff. Ja, und was verbinden die meisten mit Unique? Dem Minitec-Schotter zum Beispiel? Aber Unique ist viel mehr als nur der Schotter. Ich habe mich auf der Messe in Dortmund am Stand umgeschaut. Ja, und Bart Prinz war so nett, um mir und natürlich Ihnen zu Hause vor den Bildschirmen einen kleinen Einblick ins Sortiment zu geben. Ja, und mein persönliches Highlight waren die Bäume zum Selbstbau. Aber sehen Sie selbst.
Guten Morgen Leute, ich bin Bartjan von der Firma Unique Scenery Products. Wir sind hier auf die Intermodellbau und wir haben hier jetzt unser neues Sortiment mit Juwela-Produkten haben wir dabei. Ja, wir haben jetzt für Sport N, Sport H0 und Sport 0 haben wir die Juwela-Produkten alle dabei mit den neuen Gehwegen und Rinnen. Weiterhin sind wir beschäftigt gewesen mit der Herstellung von neue Lasercut Bausatzplatten. Ja? Dus Leute können jetzt auch eigene Gebäude machen, ja? Für die Spur H0 und Spur 0. Ja? Die Platten sind gemacht aus MDF oder aus Pappe. Ja? Für die kleinen Maßstaben ist das Pappe. Und wenn Leute möchten, haben wir das auch aus MDF und Plywood, zodat man richtige schöne Sachen davon machen kann. Weiter ist eine Neuheit von uns ist die Fichte- und Tennenbäume-Bausätze, ja, aus Holzstamm mit feiner Draht, ja, die man perfekt mit einem Greenkeeper beflocken kann, weil viele Leute finden es nicht einfach, eine Rohling zu bauen. Ja, und wir haben jetzt einen Bausatz gemacht, wo wir Schritt für Schritt an die Hand mitnehmen, wie man eine richtige Nadelbäume, Fichte, Tannenbäume baut, ja, in die verschiedenen Maßstaben. Ja. Wir sind angefangen in die Maßstab H0, aber bald kommt auch die Spur 0 Bäume dabei dazu. Und ja, das wird hier ganz gut empfangen. Weiter haben wir für die Modellbauer, die nicht selber die Bäume basteln möchten, ja, haben wir auch das komplette Sortiment von Silhouette Mini Natur. Ja, da haben wir die Bäume von TT und bis Sportgröße 1 sind zur Verfügung. Ja. Auch liefern wir über von Silhouette die neue Sträucher, ja, und Sträuchermatten für Spur N bis 0. Weiterhin haben wir unsere eigenen Minitech-Produkte, ja, für vielen schon lange Zeit bekannt, ja, mit den Gleisschotter in die verschiedenen Maßstaben und in die verschiedenen Körngrößen. Ja. Die Ballast ist immer ein schwerer Punkt für Leute, von mache ich das richtig, habe ich die richtigen Gleisschotter. Ja. Bei uns hat man echt Gestein ohne Staub, ja, und mit die richtigen Kleber- und Dämmungsmaterial, ja, bekommt man ein ganz schönes Ballastbett, ja, Gleisbett. Für die Anlage. Ja. Auch in die Maßstaben Z bis Spur 1 sind die zu bekommen, in drei verschiedene Farben. Nach unserem Minitech-Assortiment haben wir auch noch ein komplettes Sortiment Valeo-Produkten für die Modellbauer, die selber Waggons oder so etwas alten möchten. Ja. Wir haben die Pigmente, Washes, Farben für die Airbrush. Ja. Nehmen dann die Valeo-Produkten, verkaufen wir auch die Harde und Steinbeck Airbrushes. Ja. Für Modellbauer ein ganz schönes Produkt, um leicht Airbrushen mit anzufangen. Ja, wir haben da die verschiedenen Airbrush-Pistolen, unter anderem die Infinity mit so einer Quick-Release-Funktion. Ja, das ist noch ein ganz schönes Produkt, was wir im Moment ganz viel verkaufen, weil Leute möchten gerne eine etwas höhere Qualität haben, ja, von der Alterung. Und dann am letzten unsere Lasercut-Bausätze, ja, die wir alle noch produzieren, auch in die große N bis Spur 0. Na, geben Sie mir recht, das mit den Selbstbaubäumen ist schon toll. Soweit mein erster kleiner Rückblick auf die Intermodellbau 2023 in Dortmund. Fortsetzung folgt nächste Woche, dann mit Fissmann und Carmotion, denn da gibt es ja auch was Neues zu berichten und ja, als zweites werden wir einen kleinen Abstecher zu Auhagen machen. So, liebe Freunde, damit bin ich auch schon am Ende für heute mit meinem Freitalk Ausgabe 17 angelangt. Wenn Sie keine Neuheiten oder Filmbeiträge rund um die Modellbahn mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen, unseren kostenlosen Newsletter oder unseren Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich also für Ihr Interesse und jetzt, liebe Freunde, werde ich wieder mal meinen legendären Spruch los. Hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Tschüss, Ihr Frank Buttig.